Am Samstag, den 21. November 2015, war es endlich soweit. Das lang ersehnte große Festkommers zu 800 Jahre Rammstein fand im Haus des Bürgers statt. Bei einem Sektempfang im Foyer wurde schnell klar, dies wird ein ganz besonderer Abend für die zahlreich erschienenen Bürger, Freunde und Ehrengäste von und aus Rammstein sowie Umgebung. Der große Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung steigte. Nun ein kleiner, aber knackiger Zusammenschnitt vom großen Festkommers. Hierbei wünsche ich euch viel Spaß. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée festive organisée à l'occasion des 800 ans de Rammstein. Das war Französisch. Buenas tardes, señoras y señores, sean bienvenidos a la celebración de los 800 años de historia de Rammstein. Das war Spanisch. Von all daher. Tja, jetzt pass auf. Ja, jetzt pass ich auf. Gut. Also, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es auf Rabe zurückgeht. Früher hat's du nämlich Hunderte von uns gegeben. Und wir sind ja Herdentiere. Und was für? Also muss es nur noch, ach gut, Tausende geben. Tausende. Vor allem in der Moorniederungen und da oben auf dem Kerschhügel. Ich begrüße Sie heute Abend recht herzlich zu unserem Festkommers. Eher auf eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Art und Weise. Lassen Sie sich überraschen. Verkünden. Denn ihr sollt als Zeuge fungieren, um euren Kindern und Kindeskindern zu erzählen, dass sie wiederum ihren Kindern berichten, was an dieser großen Stund geschehen. Bevor die Sickinger Raubritter brot, Eichwerres Toff aus dem Bruchklaue tut. Deshalb kriegen er jetzt eine eiche Wappe. Und ein Stempel mit dem Leben auf dem Stell. Und nenne euch ab sofort Rammstein Gemäh. An jedem dritten Wochenend im September höret gut zu. Haut euch gepflegt die Rübe zu. Bleibet standhaft und lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen Zickinger Bagarischen. Mir zwei haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe. Eich! Die nächste 800 Jahre Rammstein der Geschichte seit 1215 näher zu bringen. An der Schlauchsack dabei, wenn du ein bisschen länger dauert. Und zwar die Gebrüder Jonas und Tobias Leyes. Söhne von Susanne und Stefan Leyes. Das sind die Älteren. Aus dem Hause Melita und Franziskus Leyes. Sehen Sie schon wahre Franz, ein Sickinger weder verschwägert noch verwandt. Ich war einmal in der Armee des großen Kaisers kämpfen. Du, junger Mann, hast du Lust auf Russlandurlaub? Du, einmal Moskau im Wintersee? Hallo, mein Sami. Hä? Was ist denn der? Ami? Hey, wir sehen. Mir nix Ami, wir Rammstein. Ständig wollen die was. Machen wir das, machen wir jenes. Wir brauchen
können wir die Soldaten, wir brauchen Futter fürs Vieh, wir haben doch neue Steine erfunden. Fahr doch heiß verstehe, hol Steh und bring sie noch Landschuh, damit der Herr französische Herr Kaiser schnell auf seine Straße von Paris zum Mails kommt. Landschuh, das ist auch sowas. Das sind 1000 Inwohner. Pass auf, das ist der End mit 3 Nullen. Gefahrt, ayo. Und 1846 haben wir dann noch eine Schule ausgebaut. Das zweite. Samo, ja, was ist los? Wo haben die eigentlich gestanden, die Schulhäuser? Die Schulhäuser, ja? Soll ich dir das mal erklären? Erklär mir das mal. Die Schulhäuser haben in Ramstein auf dem Schulhügel gestanden. Macht Sinn, oder? Schwingt ein Lied, sich immer an, sich immer an. Was wie gegenüber. Klar, sonst war Sie als Bahnhofsvorsteher, Sie haben doch hier alles im Blick. So sieht's aus. Wer sind denn so Ihre, ich sag mal, Stammgäste? Stammgäste? Ja. Ja gut, wir sind ja kein Bergschaft. Ne? Aber das sind schon die Bergleute. Die fahren jeden Tag mit dem 5 Uhr Zufahren, die rüber im Saargebiet. Sie müssen wissen, wir haben eine richtig große Musikkultur. Tolle Musiker, die sind in der ganzen Welt bekannt. Okay, natürlich. Doch, so kommen schon da ein paar. Da gehen bestimmt da auf Tour. Ach, da vorne kommen sie. Kinder, ich bin zu der heute Abend hier stattfindenden Versammlung der Nationalsozialistischen Partei durch Herrn Ernst Krenkel Miesenbach per Einschreibebrief eingeladen. Ich werde diese Versammlung nicht besuchen. Zahl Rammstein 1946. 3400, das ist es. 3 mit. Jo, lass die Nulle weg, wer ist das dich mit Nulle auskennt? Ja. Einwohnerzahl 1961. 5800. Lass die Nulle weg. Einwohner 1963.
6200. Gewehr. Aber das werden immer mehr und das so wird immer weniger. Ah ja. Wieder kommen, nie vergisst. Lachen und küssen und golden ein. So sau lange Name. Rammstein minus Miesenbach. Das geht nirgends drum. Ja, aber jetzt ja. Nur, wieso minus? Also Miesenbach ja. Ist zu Rammstein kommt. Das ja. Wäre eigentlich ein Plus. Mathematisch ist das jetzt also gar ja, keine Sinn. Egal. Mein Freund! Aber warum schon wieder? Ich habe alles das Gefühl, denn gefällt es bei uns besser wie bei Ihnen selbst. Warum bleiben Sie eigentlich nicht einfach da? Ich weiß auch nicht, aber damals, kann ich sehen, haben wir die Partnerschaft unterschrieben mit Max Bühl. Es lebt Deutschland, es lebt Frankreich, es leben die deutsch-französisch-Freundschaft! Genau. Landesgartenschau machen wir ja 2022 in Miesenbach. Ach, wer denn? Das meine ich nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine, bist du zufrieden mit dem oben, wie es halt oben war? Ei, was dann sonst? Aber glaubst du, deine Leid hat das auch gefallen? Gott sei Dank, ein Haufe Arbeit war es allemal, doch es hat sich mehr als gelohnt und das Publikum war begeistert von diesem grandiosen Abend, welcher sicherlich auch in die 800-jährige Geschichte von Rammstein eingehen wird. Und wer nicht dabei war, ei, der hat was verpasst. Ach, und nicht vergessen, jetzt am Wochenende findet der 11. Zimt- und Waffelmarkt in Rammstein statt. Ich bin natürlich wieder vor Ort, also hoffentlich werden wir uns sehen.